Kreidezeit, so heißt die nächste erdgeschichtliche Epoche. Ihr Beginn vor rund 140 Millionen Jahren ist in unserer Region dadurch geprägt, dass Flüsse gewaltige Mengen Sand in ihrem Mündungsbereich ablagern. Dort, wo wir heute den Teutoburger Wald finden, entstehen über die Jahrtausende riesige Flussdeltas. Sandige Uferstreifen prägen das Bild, Strände, die durch die ständige Sandfracht aus dem Hinterland immer weiter aufs Meer hinauswachsen. Wie man heute weiß, leben auch zu dieser Zeit im Naturparkgebiet Dinosaurier. Ein versteinerter Fußabdruck wurde in der Nähe von Borkelo gefunden. Der Sand, der später zu festem Gestein gepresst wird, ist heute am Osnabrücker Dom und einigen anderen Gebäuden als Baumaterial wieder zu entdecken. Am Anfang der oberen Kreidezeit kommt es zu einem bislang beispiellosen Klimawandel. Wissenschaftler vermuten, dass zu dieser Zeit die Polkappen vollständig abschmelzen. Denn auf der ganzen Welt steigt in der Mitte der Kreidezeit der Meeresspiegel um etliche Meter. Das heutige Naturparkgebiet taucht vollständig im kreidezeitlichen Meer unter. Auf den Sand der Unterkreidezeit legt sich nun eine Schicht von Kalkschalen unzähliger Meeresbewohner. Muscheln, Ammoniten, Seeigel, aber vor allem Milliarden und Abermilliarden von kalkbeschalten Einzellern bauen aus dem im Wasser gelösten Kalk ihre harte Hülle auf, die dann nach dem Tod des Organismus auf dem Meeresboden erhalten bleibt. In einigen Zeitabschnitten liefern trübe Meeresströmungen tonige Partikel an, die gemeinsam mit dem Kalk abgelagert werden. So wächst am Meeresgrund eine weißgraue Schicht aus teils tonigem Kalkschlamm in die Höhe und verdichtet sich durch ihr eigenes Gewicht nach und nach zu festem Kalkstein und Mergel. Heute profitiert davon vor allem die Zementindustrie, die diesen Rohstoff am Südhang des Teutoburger Waldes abbaut.